Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und ihr seid bei Just Christian. Und heute gibt es endlich das Review zum OnePlus 8T. Ab geht's! Bam! Und da liegt's. Hier haben wir das OnePlus 8T. Wie in meinem Intro schon gesagt, gehen wir jetzt mal so ein bisschen drumherum und gucken uns an, was dieses wunderschöne Gerät alles auf dem Kasten hat. Und wir machen ein klassisches Review, wie ihr es von mir kennt. Fangen wir von außen an, beginnen wir auf der Rückseite, jetzt liegt es da so schön. Das ist die Farbe Aquamarine Green. Das ist auch die einzige Farbe, in der es auch noch die etwas höhere Variante gibt mit den 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB RAM. Hier haben wir nur die 128 und 8 GB RAM Version. Sollte, denke ich, locker flockig ausreichen. Dann haben wir hinten den Kamera-Knubbelhubbel mit den 4 Kameras und zweimal Blitz. Ich halte es mal ein bisschen hochkant, damit ihr sehen könnt, wie der Kamerahubbelnubbel absteht. Das geht, das ist überhaupt kein Problem. Ist in der gleichen Farbe gehalten, der Rand vom Kamerahubbel. Rückseite ist natürlich aus Glas. Wunderschön verarbeitet das Ganze. Auf der rechten Seite Alurahmen, matt gehalten, einen Ausschalter, Mute-Switch. Von oben nur ein Mikrofon, Antennenstreifen, Rahmen, linke Seite lauter leise Wippe. Rahmen geht weiter. Auf der Unterseite den SIM-Kartenschlitten mit zwei Nano-SIM, keine Speicherweiterung und ein Lautsprecher. Der zweite ist in der Hörmuschel. Jetzt sind wir schon vorne drauf und ihr seht schon ein wunderschönes Always-On-Display. Das ist neu mit dem 8T und mit der neuen Software Android 11. Android 11 und der Oxygen OS, die da drüber gelegt ist, hat man jetzt ein Always-On-Display. Prima! Hier vorne noch die kleine Punch-Hole-Notch. Läuft. Nichts Neues, kennt man aus vielen Geräten schon. Jetzt, Verarbeitung top. Die Größe von dem ganzen Spaß, das finden ja auch viele wichtig. Wir haben 160,7 in der Höhe, 74,1 in der Breite und 8,4 mm dünn. Das ist wirklich dünn, es fasst sich auch wunderbar an. Durch die abgerundeten Kanten ist das nicht schlecht. Liegt sehr schön in der Hand, wobei, wer mein iPhone-Video gesehen hat, ich mag diese eckigen Kanten vom iPhone auch sehr gerne. Absolut gut. Das Ganze wiegt 188 Gramm, ist also kein leichtes Gerät, aber auch nicht so schwer wie manch andere Geräte, die dann deutlich über die 200 Gramm gehen. Das merkt man dann schon. Das Display ist ein 6,55 Zoll großes AMOLED-Display, löst mit 2400 x 1080 Pixeln auf, ist HDR 10 Plus fähig und hat eine Bildschirmaktualisierungsrate von 120 Hertz. Und auch eine Abtastrate von 240 Hertz. Das heißt, wenn ich da drauf drücke, dann tastet der 240 Mal in der Sekunde das Display ab und dann kann man genauer da, das soll genauer wirken und soll alles dann schneller machen und präziser. Und bei Spielen ist das ganz toll. Pli und bla und plupp. Dann, was ist es? Es ist ein Mittelklasse-Gerät für 600 Euro. Das ist quasi die oberste Mittelklasse bis schon langsam in Richtung Oberklasse, beziehungsweise man könnte auch sagen, es ist Oberklasse, wenn die ganzen anderen, die noch teurer sind, dann Premium-Klasse sind. Ja, also es ist nicht die High-End-Klasse, es ist darunter 600 Euro. Kommen wir nun dazu, was ist da drinnen? Verbaut ist der Qualcomm Snapdragon 865, der zweitschnellste Prozessor aus dem Hause Qualcomm aktuell. Es gibt noch eine Plus-Variante, die sich nur etwas in der Taktung unterscheidet, der ist etwas höher getaktet. Octa-Core mit maximal 2,84 GHz ist am Start, 8 GB RAM, 128 GB Festspeicher, also ROM. Dann haben wir USB-C 3.1, das ist super gut zum schnellen Datentransfer, wenn man Bilder irgendwie auf dem PC ziehen will, gar nicht verkehrt. Wir haben WLAN-AC, nein, wir haben WLAN-AX, sprich Wi-Fi 6. Wir haben Bluetooth 5.1, wir haben NFC verbaut, also wir haben, was das angeht, alles am Start. Was wir nicht haben, ist eine Wasserfestigkeit. OnePlus sagt, okay, sie bauen wasserfest, aber sie sparen sich die Zertifizierung und wollen dann dementsprechend den Endpreis ein bisschen günstiger halten. Auf dem Display ist eine kleine Schutzfolie aufgebracht und in der Box, wenn man Unboxing nicht gesehen hat, kam dieses Case, das ist eins der schöneren, Never Settle hinten drauf, läuft. Kann man out of the box loslegen. Okay, jetzt wollen wir uns das gute Stück mal anschauen und wollen mal zum Display kommen. Wir haben hier einen In-Display-Fingerabdrucksensor, der funktioniert OnePlus-typisch richtig ordentlich. Auch das Display an sich gefällt mir super gut. Man munkelt, es ist ein Samsung-Display. Die Farben sind wunderschön, man kann natürlich auch noch ein bisschen rumstellen, rummachen und das auf seine Bedürfnisse anpassen. Es ist aber auch ein wunderschönes helles Display. Ich kann euch das jetzt mal zeigen, wenn wir einfach mal blub, 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 die Google-App aufmachen.
Und jetzt einfach mal, dass ich mal einen weißen Hintergrund habe und einfach jetzt mal ein bisschen heller stellen. Das ist noch nicht mal volle Möhre. Zack, jetzt stelle ich mal auf volle Suppe. Da seht ihr schon, wie die Kamera das gar nicht mehr die Schrift richtig einfangen kann, weil es so hell wird. Also von der Helligkeit hat mich das nie im Stich gelassen. Draußen war das nie ein Problem. Die automatische Helligkeit ist mir immer so ein Ticken zu dunkel. Ja? Die könnte ruhig ein Stückchen heller sein, deswegen oftmals bin ich hergegangen und hab das alles auf manuell dann eingestellt und habe es ein bisschen heller gemacht. Aber abends im Bett, boah, alles kein Problem, da stellt man es eh dunkel, läuft. Dann die Wiederholrate 120 Hertz. Wir haben auch noch die Möglichkeit auf 60 Hertz zu stellen. Habe ich jetzt nie gemacht, weil mich das nie interessiert hat. Weil wenn ich das schon habe, dann will ich das auch so nutzen. Es ist wunderschön. Also das geht ratzi, fatzi, rasend schnell. Kommen wir dann auch schon gleich zur Bedienung. Dieses Teil ist echt ein Biest. Das ist sauschnell. Sämtliche Spiele, ihr seht, was ich hier so installiert habe. Real Racing, Genshin Impact, PUBG Mobile. Ich bin kein großer Gamer, kein großer Zocker. Hier und dann mal so eine Runde ballern. Aber das war's, ja. Läuft alles prima in super Grafik mit hohen Framerates. Läuft echt super. Das Ding ist rasend schnell. Ich meine, die GPU, sprich die Grafikeinheit, entspricht ja der vom 865 Plus, beziehungsweise die vom 865 Plus hat ja die vom 865er. Also das ist schon ein High-End-Chip, der das Ding rasend schnell macht und ich nie Probleme habe, mit diesem Teil irgendwas auch nur ansatzweise nicht ruckelfrei machen zu können. Das geht ratzfatz, das geht alles. Alles, was man machen will. Das Ding rast nur so durchs Menü. Wenn ich hier mal schaue, ich habe nie einen Aufhänger gehabt. Wenn ich hier so mal so durchscrolle, wow, das geht alles. Ihr seht es nicht, das Bild ist mit 30 Frames aufgenommen, aber es geht ratzifatzi, super gut. Kommen wir zur Software. Software ist installiert, ich habe es schon gesagt, Android 11 mit der Oxygen OS übergestülpt. Das ist von der Experience her, früher war das noch mehr Stock Android. Mittlerweile sind sie so ein bisschen in ihre kleine eigene Richtung, aber nur ganz fein gegangen. Das heißt, die Experience, die Erfahrung, die man mit dieser Software hat, ist relativ Stock Android-like, mit ein paar kleinen Sachen, die dazu kamen, die aber super sind. Zum Beispiel seht ihr, ich habe hier zweimal WhatsApp installiert. Ich habe die Möglichkeit, wenn ich zwei Karten drin habe, habe ich aktuell, meine Geschäftskarte WhatsApp zu klonen, mit meiner Geschäftskarte auch WhatsApp zu nutzen. Das ist total klasse. Das haben andere Smartphones auch. Ja, die MIUI macht das, die One UI von Samsung macht das, das machen die alle, Stock Android nicht. Deswegen cool. Mir gefällt diese Oberfläche mit am meisten. Also nicht mit Abstand, aber sie gefällt mir am meisten. Neben der MIUI, ja, ich weiß, der eine oder andere wird sagen, bist du bescheuert? Nein, ich mag MIUI auch sehr gerne. Und die One UI von Samsung. Das sind so meine drei Lieblingsdinger. Das habe ich aber schon wie oft in Videos gesagt. Also das Ding, ja, ab geht's. Also läuft. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist der Lautsprecher. Ich habe den Lautsprecher in meinem Vergleichsvideo, was ich schon gemacht habe, zwischen dem S20 SE und dem OnePlus 8T ein bisschen außen vor gelassen. Das wollte ich hier jetzt nachholen. OnePlus 8T, Samsung Galaxy S20 FE habe ich nur mal daneben gelegt, um dass ihr auch mal einen Vergleich habt. Wir haben in beiden Fällen hier Stereo-Lautsprecher. Die sind hier meiner Meinung nach keine schlechten. Wir hören uns das mal an. Ich drehe mal auf, volle Suppe. Also da kommt hier unten schon mehr raus als hier oben. So, und jetzt wollen wir das gleiche auch nochmal mit dem FE machen, damit ihr einen Unterschied hört. Das Gerät vibriert auch über die komplette Fläche. Okay, also ich würde sagen, das sind beides total vergleichbare Lautsprecher. Hier ist es eher mehr ein tieferer Ton. Dafür ist es hier ein etwas sauberer, hellerer Ton mit weniger Tiefen, dafür aber klareren Höhen, sage ich mal so. Ich bin auch kein Soundingenieur, aber so, was ich jetzt mit meinem laienhaften Ohr dann da höre, Gefallen mir in beiden Fällen relativ gut. Hier der vielleicht noch einen Ticken besser, weil ich mag lieber einen klaren Sound als jetzt zu extrem bassig. So, weg mit dem. Das brauchen wir jetzt nicht mehr.
Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist die Kamera. Und diesen Punkt werde ich super kurz halten. Wir haben eine 48 Megapixel Hauptkamera, wir haben eine 16 Megapixel Ultraweitkamera, dann haben wir noch eine 5 Megapixel Makrolinse gedates und dann haben wir noch eine 2 Megapixel Monochromsensor. Die beiden letzten bin ich der felsenfesten Überzeugung, die braucht man nicht. Und auf der Vorderseite haben wir eine 16 Megapixel Frontkamera. Maximale Videoauflösung 1080p bei der Frontkamera. Auf der Rückseite geht es theoretisch bis 4K und 60 Frames. Ich möchte euch jetzt hier keine Beispielbilder einblenden. Dazu schaut doch bitte mal hier oben, da haben wir immer das I. Ich mache es ins I und ich mache es in den Abspann. Und zwar den Vergleich zwischen diesen beiden. Da habe ich nämlich ausführlich die Kamera getestet. Das sparen wir uns. Was ich sagen kann, die Kamera ist okay. Ist nicht die beste und sie hat noch in diversen Situationen noch Luft nach oben. Sie ist aber für die Preisklasse okay. Aber auch nicht mehr. Kommen wir zum Akku. Und bevor wir mit dem Akku beginnen, will ich kurz vorweg spoilern, das Teil lädt rasend schnell auf und das möchte ich euch jetzt auch mal zeigen. Wir haben Stand jetzt 23%. Ich werde jetzt das Ladegerät anschließen, werde ein bisschen über den Akku sinnieren und am Ende gucken wir uns das nochmal an. Ladekabel ran. Wunderschönes rotes OnePlus Ladekabel. So, gucken, dass er auch lädt. Er tut es. Okay. Akku. Warum ist mir Akku so wichtig? Es gehört schlicht und ergreifend zu den Kernkompetenzen eines Gerätes. Neben dem Akku muss die Kamera halbwegs vernünftig sein, muss die Bediengeschwindigkeit halbwegs vernünftig sein und das Display muss gut sein. Meine Meinung, das ist das, was man an so einem Gerät heutzutage anständig haben muss. Und das immer in Relation zum Preis. Das heißt, je teurer der Preis, desto geiler muss das sein, je niedriger der Preis, desto weniger geil muss es sein, aber es muss immer noch vernünftig sein. Wenn was zu billig und zu blöd ist in diesen Kernkompetenzen, dann kann man ein Smartphone nicht kaufen. Aber solange das alles im vernünftigen Rahmen ist und das Verhältnis stimmt, ist alles gut. Deswegen ist mir der Akku wichtig. Was kann er? 4.500 mAh und das führt dazu, dass ich mit diesem Gerät über den Tag komme. Ohne Probleme. Gar kein Ding. Gar kein Null. Gar kein Problem. Natürlich, wenn jetzt einer Hardcore zockt, der kommt nicht über den Tag. Ja, aber nicht, weil das Gerät so schlecht ist, sondern weil er halt jedes Handy leer gelutscht bekommt. Das ist auch völlig normal. Ich gehe jetzt auch ein bisschen davon weg in Standby, Screen-on-Time und weiß der Geier. Das ist total irrelevant. Wenn einer das Display voll auf Helligkeit hat und der andere nicht, dann kriegt der eine zwei Stunden mehr raus, der andere nicht. Deswegen mir wichtig, komme ich mit dem Ding über den Tag oder nicht? Und das tut's. Der Wenignutzer natürlich leichter, der Vielnutzer vielleicht etwas schwieriger. Das nächste ist, kann dieses Teil Wireless Charging? Nö, kann es nicht. Ist aber in meinem Fall auch nicht so schlimm, dass es das nicht kann, weil Wireless Charging setzt ein ganz anderes Ladeverhalten voraus. Wireless Charging ist interessant, wenn man zu Hause auf dem Nachttisch ein Pad liegen hat, in der Küche noch ein Pad liegen hat, im Auto eventuell induktiv laden kann und auf der Arbeit nochmal eins. Das heißt, man hat immer einen gewissen Akkustand und den hält man dann quasi so, weil man das Gerät immer mal irgendwo drauflegt. Das ist jetzt aber nichts, um zu sagen, so und jetzt lade ich mein Gerät mal voll. Das kann man natürlich auch damit machen. Die Akkus werden relativ warm, je nach System natürlich. Es ist schon cool. Also ich will nicht sagen, dass das schlecht ist. Und ich finde es auch gut, wenn ein Gerät sowas hat. Überhaupt keine Frage. Aber mit diesem Teil hier und mit diesem wunderschönen Kabel, was hier dran hängt, mit dem Lader, habe ich ein komplett neues Akkuerlebnis. Nein, ein komplett neues Aufladeerlebnis. Ich sage euch, ich muss mir nie wieder Gedanken über eine Akkuladung machen. Ich stehe morgens auf, sehe 10% und denke mir, oh, holt mal Bier. Dann gehe ich in die Küche, stecke das kurz dran, gehe Zähne putzen, wasche mich, mache mich sexy für die Stadt, gehe wieder in die Küche und habe dann wieder so viel Saft drauf, dass es mir für den kompletten Tag langt. Überlegt doch mal, ihr seid nicht mehr den ganzen Tag am Hasseln, oh, wo kann ich jetzt mein Handy noch laden schnell? Natürlich, wenn ihr viel braucht, das Gerät, dann kriegt ihr jedes Handy leer gelutscht, selbst das größte, ja, aber mit dem größten Akku. Aber hier einfach nur mal kurz dran stecken und blub, läuft. Und das ist ein komplett neues Erfahrungserlebnis. Die Smartphones werden immer besser, immer schneller, immer schöner, mit neuen Materialien und so weiter, aber die eigentliche Bedienerfahrung ist bei dem Gerät nicht viel anders wie jetzt zum Beispiel bei einem 7T oder einem 7 oder einem 6T oder einem 6 oder einem 3T. Vielleicht ist die Software sieht ein bisschen schöner aus mittlerweile und die Kameras können bessere Bilder, aber das generelle Laden oder das generelle, nein, nicht das generelle Laden, aber das generelle Bedienen ist immer noch gleich. Das hier ist für mich schön. Das ist das, was es so ein bisschen ausmacht, weil das
eine komplett neue Erfahrung bietet. Ja? Jetzt werden natürlich viele sagen, ja, 65 Watt lädt es. Das ist gefährlich für den Akku, weil denn der so schnell lädt und so weiter, dann wird er zu heiß und sowas. Keine Panik. Die Industrie ist sich relativ einig, dass sie sagen, okay, so um den dicken Daumen 30 Watt ist der Sweet Spot. Das ist der Punkt, wo es relativ schnell lädt, aber den Akku nicht zu sehr strapaziert. Jetzt habe ich ja hier gesagt 65 Watt. Ja, ja, diese 65 Watt sind eigentlich eine Mogelpackung, weil es sind zwei Akkus verbaut, die jeweils mit etwas über 30 Watt laden. Jetzt muss natürlich so ein 30 Watt Lader nur 2250 Watt laden. Deswegen geht das so schnell. Ja? Und das ist das für mich, was mich bei diesem Gerät so überrascht hat, was ich gut fand. Nicht nur, da gibt es mehrere Sachen, die ich gut finde, aber das war eins, wo ich gesagt habe, das ist herausragend. So, jetzt ziehe ich das Gerät ab und ihr könnt ja jetzt mal raten, wie viel Prozent habe ich drauf. Wir halten fest, vor wie vielen Minuten, ihr könnt ja dann mal zurückspulen, habe ich das Gerät rangesteckt, jetzt ziehe ich es ab und wir gucken mal, wie viel haben wir jetzt. Wir haben 43 Prozent, das sind 20 Prozent gewesen in kürzester Zeit. Das waren keine, oder vielleicht waren es 5 Minuten. Das ist doch der Wahnsinn. Das ist irre. Das ist irre. Das ist was Neues. Das ist schön. Ja, natürlich. Xiaomi geht her und lädt die Dinger mit 120 Watt. Das macht dann am Endeffekt gar nicht mehr so viel aus, weil es dann auch runterdrosselt, weil die Akkus sonst zu heiß werden. Macht unterm Strich vielleicht von 0 auf Vollladen vielleicht so 10 Minuten aus. Ja, aber das ist doch geil. Das ist doch fett. Da muss ich mir nie wieder Gedanken um einen leeren Akku machen. Einfach kurz dran, zack, bump, auf und ich kann mir den ganzen Tag darum machen. Geil! So, kommen wir zum nächsten Punkt. Fazit. Was finde ich gut? Dieses Gerät hat mich relativ positiv nicht überrascht, aber stimmt mich positiv. Ich hatte den Vorgänger schon und ich war schon immer so ein, ich will nicht sagen Fanboy, aber ich fand immer ganz gut, was OnePlus so macht. Was gefällt mir absolut? Das ist die Bedienoberfläche, das Oxygen OS. Ich finde die Farbe ganz geil, die Verarbeitung ist bombastisch gut, die Geschwindigkeit, Performance, bombastisch, also das geht richtig vorwärts. Das Display ist wunderbar und es funktioniert. Ja, der kleine Seitenhieb musste sein. Es ist eine schöne Darstellung, schöne Helligkeit. Diese 120 Hertz sehen super schön drauf aus. Klasse, gefällt mir richtig gut. Was gefällt mir noch? Ich habe es euch eben im Punkt davor gesagt. Dieses fantastisch schnelle Laden. Ein komplett neues Erlebnis für mich. Ich habe zwar schon mit 30 Watt geladen, das war schon geil, aber das hier, Bombe. Was gefällt mir noch? Das ist der Preis. Der Preis gefällt mir, weil er, also was ich nicht sagen kann, natürlich kann ein Handy immer günstiger sein und oder nie günstig genug sein, aber ich finde, der Preis geht in Ordnung. Das ist nicht überteuert, es ist in Ordnung. Deswegen gefällt mir das. Die hätten das Gerät auch locker für 700, 750 raushauen können. Wobei dann der Abstand zum 8er, das 8 Pro ist ja noch das Flaggschiff, dann da gewesen wäre. Ja, oder nicht mehr da gewesen wäre. Was gefällt mir nicht an dem Gerät, oder was gefällt mir noch an dem Gerät? Sorry, ich habe noch mehr, was mir gefällt. Die Lautsprecher sind gut. Das ist ein schönes Paket. Was gefällt mir nicht? Und wenn ich jetzt sage, es gefällt mir nicht, dann finde ich einfach, ist es nur halb richtig, und zwar die Kamera. Die Kamera an sich ist okay, aber auch nicht mehr. Der Rest des Gerätes ist mehr als okay und ist mehr als diese, oder ist schöner, ist schneller, hat ein besseres Erlebnis wie die 600 Euro, was es kostet. Die Kamera ist da deutlich drunter. Sie ist okay. Und was ich halt blöd finde, ist nicht die Tatsache, dass sie nur okay ist. Ich käme damit klar, auch mit Videos und mit Fotos und so weiter, wäre für mich kein Problem. Wo ich aber nicht mit klarkomme, ist, dass es die gleiche ist wie aus dem OnePlus 7 noch. Und dass da keine Verbesserung stattgefunden hat, keine wirkliche große Verbesserung. Natürlich, der Pixel baut schon die dritte Generation den gleichen Sensor ein, aber sie entwickeln sich immer so ein bisschen weiter, was die Software angeht, wie sie dann mit der Kamera, mit der Hardware, die sie haben, umgehen. Und da finde ich, macht man hier die gleichen Bilder wie noch mit meinem 7T. Aber ich bin jetzt eine Generation weiter und da hätte ich gerne einen Schritt gesehen. Auf neutral würde ich jetzt setzen, dass es kein Wireless Charging hat, weil das interessiert mich bei 65 Watt Chargen null mehr. Was ich auch neutral sehe, ist, dass es kein offizielles IP-Rating hat, weil ich habe immer eine Hülle drum, ich gucke, dass es halt nicht ins Wasser fällt. Klar, natürlich im Notfall ist es nicht schlecht, aber für 600 Euro, ja, kann man machen, muss man nicht. Das sehe ich als neutral.
Bah, negativ, negativ. Ha, ihr habt es gesehen, wir haben nirgendwo mehr einen Klinkeranschluss. Und ich bin einer, der gerne nochmal so einen Klinkenanschluss hat, um irgendwie mal, wenn ich unterwegs bin und irgendwas mit dem Handy filmen will, dass ich da nochmal ein externes Mikrofon anschließen kann. Und die sind meistens Klinke. Also da schleppt man halt so einen komischen Adapter mit rum. Legt ihn doch in die Box, weil es gibt das Teil, diesen Dongle von OnePlus selber. Kann man da extra kaufen. Legt ihn doch einfach mit dazu. Gut. Also ihr seht, dieses Gerät ist eine wirkliche Alternative, wenn es um eine flaggschiffartige Erfahrung geht, ohne wirklich ein Flaggschiff zu sein. Und es ist auch kein Flaggschiff-Killer, deswegen habe ich gesagt, es ist ein oberste Mittelklasse oder Oberklasse, aber nicht Premium. Dazu fehlt ganz klar hier die IP-Zertifizierung und es fehlt Wireless Charging, so ein paar Features, die dann eigentlich dazu gehören. Aber das war es eigentlich schon. Also die Kamera müsste ein bisschen besser sein. Also ja, die Kamera müsste besser sein. Dann würde ich dann sagen, okay, dann kann man das Ding auch als Flaggschiff-Killer sehen. Aber so wirklich ein Killer ist es nicht. Aber ich denke, es ist genug Flaggschiff für ganz, ganz viele Leute da draußen. Da kann man ein bisschen Geld sparen, wenn man sich so ein Gerät kauft. Aber in diese Richtung wird es noch ein Video von mir geben. Bleibt also am Ball. Sind wir schon durch. Das war ja schnell. Nicht. Bleibt am Ball. Abonniert gerne meinen Kanal. Schön, wenn ihr es macht. Wenn ihr es nicht macht, ist auch okay. Danke, dass ihr meine Videos geschaut habt. Bleibt gesund, bleibt zu Hause, geht nicht raus, wenn ihr es nicht unbedingt müsst. Und dann hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.